Sein Gegenüber heute, der Titelverteidiger Boris. Und auch bei der Auflistung seiner größten Erfolge müssen wir uns natürlich aus Zeitgründen auf die Highlights beschränken. Vorgestern ist er 29 Jahre alt geworden und 1988 und 89 führte er Deutschland zu den ersten beiden Titelgewinnen im Davis Cup, aber auch ansonsten 48 Turniersiege in seiner bislang 12 Jahre währenden Tenniskarriere, darunter so herausragende Erfolge wie 6 Grand Slam Titel, 3-mal Wimbledon Champion, 1-mal US Open Sieger. Nach seinem ersten Triumph bei den Australian Open in Melbourne übernahm er die Führung in der Weltrangliste und im Januar diesen Jahres gelang ihm in Melbourne sein 2. Triumph. Es folgte im Juni noch ein Turniersieg in Queens und dann in Wimbledon die Sehnenverletzung im rechten Handgelenk, eine längere Pause, aber er ist rechtzeitig wieder in Topform gekommen, hat das Turnier in Wien gewonnen und vor wenigen Tagen, wir erinnern uns an diesen denkwürdigen 5-Satz-Finalerfolg bei den Eurocard Open in Stuttgart gegen seinen heutigen Gegner Pete Sampras. Und so hat er es wieder einmal geschafft. Zum 11. Mal in den letzten 12 Jahren ist er beim Höhepunkt der Tennissaison dabei. Der derzeitige Nummer 6 der Weltrangliste, ATP-Weltmeister 92 und 95, Boris! Vom Sender. Die Eltern natürlich auch heute dabei, Mutter Elvira und Vater Karl-Heinz. Sie sind einfach stolz auf ihren Sohn, sind bescheidene Menschen geblieben. 30 Mal. Frau Barbara, das gewohnte Bild, Mike De Palma, der Trainer neben mir, macht einen sehr angespannten Eindruck, dass wir das Ass gegeben, also ein, nach den ersten 3 Punkten, ein hervorragender Start von Becker, vollkommen korrekt, die Entscheidung war sogar noch im Aufschlagfeld drin. Pete Sampras hat den Ball nicht ein einziges Mal berührt, außer beim Aufschlag. Also, das geht ja hier gleich gut los. Becker 4-mal aufgeschlagen, 4 Asse. Und Pete Sampras hat bisher nur zuschauen können. Also, ich glaube, die beiden werden hier hochmotiviert von der ersten Minute an zur Sache gehen. Bei anderen Turnieranlässen, wenn es heißt 3 Gewinnsätze, da sagt man sich, mein Gott, einen Satz verlieren, man kann auch mal 2 verlieren, aber da hat man im Verlaufe der Woche gegen andere Gegner gespielt. Hier waren die besten 8 der Welt unter sich, da musste man jeden Tag bis auf einen Ruhetag vielleicht zur Sache kommen. Die Eckdaten: Becker, seit vorgestern 29 Jahre alt, in der Platz 6 der Weltrangliste wird er in etwa bleiben. Er hat ja hier als Titelverteidiger viele Punkte zu verteidigen. Und sollte er hier heute gewinnen, dann hat er 640 Punkte auf dem Konto und da verbessert er sich aber noch ein bisschen. Nummer 1 der Welt, Pete Sampras aus Tampa, Florida. Zum ersten Mal beim Aufschlag. Vom Sender. 15. Signal 30 love.
40 now. 40 left. Paul Anacorn, Coach von Pete Sampras, Nachfolger von Tim Gullickson, der ja im April verstorben ist. Spiel Sampras. Und auch Pete Sampras mit seinem ersten Ass, auch er zu Null mit dem ersten Aufschlag spielen. 1-2, 1-game. Da haben sie also beide ihre Stärken gleich von Anfang an ausgespielt. Einen richtigen Ballwechsel haben wir noch nicht gesehen, aber das kommt bei diesen beiden mit Sicherheit. Lionel Richie, der ja hier gestern bei der großen Gala zugunsten von UNICEF mit dabei war. Haben ja viele der Stars die Chance genutzt, hier auch ein bisschen Weltklasse-Tennis zu sehen. 0-30, Love 30. Freunde der Familie Becker, Marius Müller-Western, Hagen mit Frau Romney. Auch hier die ganze Woche Stammgast bereits. Flach den Ball gespielt auf die Rückhand von Sampras, der hat sich der Ball nicht mehr richtig erholt. Nur so stark unterschnitten, da muss Sampras weit runter, kommt nicht richtig hinter und unter den Ball. Fehler, 30 beide. Sehr mutiger zweiter Aufschlag von Becker. Viel Schnitt. 40-30. Ja, das noch einmal geht weit auf die Vorhand von Pete Sampras. Spiel Becker. Aus 0-30 macht Becker das Spiel, ist ruhig geblieben, führt mit 2-1.